Ist nicht weit? Bei dir weiß man nie, was das heißt. Eine Meile oder 20. Ach, wir verlaufen uns noch wie in Peru. Du willst jetzt über Peru reden? Wirfst du mir das etwa immer noch vor? Ich war 15, Sully. Als ich dich traf, hätte ich wissen müssen, dass ich im Knast lande. Das hast du dir alles selbst eingebracht, mein Junge. Und außerdem habe ich dich rausgeholt. So wie jedes Mal. Tja, die beiden haben schon einiges zusammen durchgemacht. Kapitel 6. Das Schloss. Und wieder einmal eine verschollene Stadt in den Legenden, die Reichtum verspricht. Wir hatten ja in Uncharted 2 die Stadt Shambhala mit dem Shintamani-Stein. Das hat sich dann als etwas ganz anderes herausgestellt. Und im Endeffekt ist Drake weder aus Uncharted 1 noch aus Uncharted 2 als reicher Mann herausgekommen, obwohl er das schon mehrfach vorhatte. Nun werden wir uns mal dieses Schloss genauer ansehen. Aber wir können mal gucken, ob wir hier vielleicht noch irgendetwas... Ja, da finden wir tatsächlich etwas. Einen Schatz, von denen es ja im Spiel, wie gesagt, sehr, sehr viele versteckt gibt. Aber die Priorität liegt jetzt nicht darin, sie zu finden. Denn das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Und das wollen wir nicht, denn Rahmen ist lecker und man sollte jedes bisschen Rahmen ehren. Komm hier durch. Ja, interessant ist jetzt, dass man sich die Frage stellen könnte, wo ist eigentlich Elena? Na, wenn selbst Chloe hier mit dabei ist und Nate und Elena sahen ja so aus, als würden sie am Ende von Uncharted 2 doch irgendwie zusammenfinden. Da ist er, wie in Lawrence Notizen. Vertrau mir doch einfach, Sully. Ja, und so wie ich das Spiel kenne, nicht auf der Karte. Scheint ganz neu zu sein. Wie kann denn eine Schlucht neu sein? Komm, wir finden einen anderen Weg. Die muss doch zerbombt worden sein dann. Also so wie ich dieses Spiel kenne, werden unsere Feinde auf jeden Fall schon im Schloss sein. Ist die Frage, wie kommen die Leute von Marlow hier hin? Sie hatten ja keinen Anhaltspunkt. Hey, ist das eine Panflöte? Und die viel bessere Frage, wie viele zur Hölle sind denn das? Das war ja schon mehr oder weniger so eine eigene Privatarmee. Wie zum Beispiel die Armee von Lazarevich. Aus Uncharted 2. Vorsichtig. Ich weiß nicht, Junge. Sicher, dass wir hier richtig sind? Das ist nicht alt genug für ein Kreuzritter Schloss. Sieht nach Renaissance aus. Hast du etwa wieder in meinen Büchern gelesen, Sully? Laut Lawrence wurde das ursprüngliche Schloss im 11. Jahrhundert gebaut. Der Rest kam dann später hinzu. Hier können wir rüberspringen. Ist die Frage, ob Sully das auch hinkriegt. Der alte Mann ist mittlerweile sehr betagt. Oh, das war gut, geht. Oh, doch, er kriegt es hin. Oh. Und jetzt soll Sully da noch rüber. Ich habe ihn für dich gelockert. Ja, das ist das Problem. Will er jetzt nicht mehr kommen? Okay, den Rest unserer Reise setzen wir. Oh. 1927er Orban. Cool. Da ist Sully direkt mal begeistert. Stück mal an Rück. Okay, hier ist gar nichts mehr. Ich dachte, dass man da eventuell vielleicht noch was finden könnte. Kann man aber nicht. Ja, und das, Herr Zauberer? Na Kunst. Ziemlich kitschig. Wow. Der Ritter, den das Schloss gehörte, Lord Godfrey, kam im 12. Jahrhundert von den Kreuzzügen. Nach Lawrence' Aufzeichnung ist vom Schloss nur der Burgfried und der Garten übrig. Wenn Godfrey etwas aus Arabien mitgebracht hat, müssten wir es hier finden. Daher dieses Schloss. Ich habe mir gerade die Frage gestellt, warum gerade dieses Schloss? Aber wenn hier jemand lebte, der aus der Zeit stammt und dann sogar noch irgendetwas aus Arabien geht nicht auf. So kommen wir da nicht rein. Mitgebracht haben könnte. Ich kann bestimmt durch das Loch klettern. Da werde ich drauf. Lass mich raten, du bleibst hier und rauchst noch eine. Ja. Okay, fackel das Schloss nicht ab. Ist halt auch wichtig, ne? Klettern wir mal das Rohr hoch hier. So, dann hier rüber. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt eine ziemliche Kletterpartie wird, da überhaupt irgendwie hinzukommen.
Der nützt wirklich alles zum Klettern. So, jetzt sind wir schon mal hier oben. Ein beherzter Sprung. Ich könnte das ja nicht. Was ist mit dem Fenster über dir? Ich will mich nicht verletzen. Also wenn das Credo seines Lebens ist, dann hat er kräftig versagt. Ich will mich nicht verletzen. Danach sieht dieser Mann nicht aus. Okay, gut gemacht, Junge. Bin gleich zurück. Ich warte hier. Wir müssen jetzt erstmal den Eingang finden. Erstmal müssen wir aus diesem Turm raus und dann den Eingang finden. Hier geht's runter. Au! Verdammt! Das tut weh. Ich will mir nicht wehtun. Hier ist eine Kette! Okay, zurück! Ich schieß das Schloss auf. Pass auf, dass du nichts anderes kaputt schießt. Ich sagte Schloss. Ich will mir nicht wehtun. Mission gescheitert. So. Durch das Chateau zu den Gärten kommen. Dort finden wir den Burgfried. Hier kommt man nicht weiter. Oh Mann, schau dir das an. Nein. Krieg ich nicht auf. Dieser Balken ist im Weg. Ja, wir brauchen was zum Hebeln. Schaffst du es bis oben? Ich versuch's. Das macht er nicht, schade. Wir müssen wahrscheinlich wieder irgendwo hochklettern. Hey, heb mal mit an. Ah, Sully hat was gefunden. Das sollte reichen. Ah. Hier ist alles marsch. Sieht aus, als hing die Kronleuchter an einem Flaschenzug. Ja, so holt man sie runter zum Saubermachen. Hey, da ist so eine Art Mechanismus. Hier ist alles morsch, genau wie in deinem Gesicht. Ich muss irgendwie darüber. Tja, nur die Frage, wie? Okay, das hat geklappt. Spring, Nate! Das war knapp. Tatsächlich, ist so eine Art Hebel. Ich hab eine Idee. Oh, das ist cool. Ja. Okay, ansonsten ist hier nichts zu holen. Ich weiß jetzt noch gerade nicht wirklich, inwiefern der mir hilft. Pass auf, das Ding fällt gleich von der Decke. Ah, und dann können wir hier rüber. Hier können wir den Balken wegzimmern. Gut, los geht's. Oh, stimmt. Da! Bin drin! Freies Bau! Bin gleich unten! Ist das eine Popcornmaschine? Das sieht auch schon wieder ganz anders aus. Das ist tatsächlich so eine Art Popcornmaschine, oder? Okay, suchen wir einen Weg zu dem Turm. Hier ist eine Küche. Wahrscheinlich könnte man hier schon wieder irgendwie hoch. Auf jeden Fall kommt man hier hoch.
Und immer noch alles verdächtig ruhig. Ja, die Vegetation hat auf jeden Fall größte Anstrengungen unternommen, um sich diesen Ort wiederzuholen. Hey Nate, der Turm da sieht alt aus. Ja, das ist der aus Lawrence' Notizbuch. Muss er sein? Gut. Danke. Also müssen wir irgendwie zu diesem alten Turm kommen. Okay, die Treppe wird's schon mal nicht. Es sei denn, wir wollen wieder Ich will mir nicht wehtun, Mission gescheitert lesen. Okay, irgendwie ist hier auch nichts zu holen. Da ist ein Fenster. Gut, dass ich Sully hab. Der zeigt mir, wo es lang geht. Ich glaube, hier kommen wir durch. Ja? Ja. Ja, zurück kommen wir nicht mehr. So viel steht, glaube ich, fest. Hey, Nate. Ist das nicht dasselbe Symbol wie auf dem Turm? Ja. Das bedeutet was, oder? Vielleicht ein Geheimweg. In einem Kamin? Etwas zu einfach, meinst du nicht? Ja, zu einfach. Okay, man kann diese vier Ritterstatuen hier verschieben. Die Frage ist halt, haben wir da schon irgendwelche Aufzeichnungen drüber? Hier ist diese arabische Route. Irgendwas stimmt mit diesen Ritterrüstungen nicht. Kommen Sie mal. Erstmal müssen wir hier mal ein bisschen gucken. Ah ja, guck mal. Semita Solis. Es soll auf jeden Fall, es muss auf jeden Fall irgendwas hiermit zu tun haben. Auch wenn mich die Anordnung ein wenig verwirrt. Also Schwert. Vielleicht soll das. Man kann die Statuen wohl drehen. Vielleicht soll das bedeuten, auf was die gerichtet sein sollen. Das Schild soll in Richtung der Axt gedreht sein. Die Sockel drehen sich. Was darüber? Mal sehen. Ja. Hier, schau. Vier Ritter. Mit Axt, Schild, Schwert und Morgenstern. Wie die hier in dem Raum. Ja. Das sollten wir hinkriegen. Wenn ich das richtig gesehen habe, muss der in Richtung des Schildes. Die richtige Richtung drehen. Ja, aber wie rum ist richtig? Der ist, glaube ich, schon richtig. Und jetzt der in Richtung des Schildes. Perfekt. Okay. Lagst richtig, Sully. Was war das gerade für eine Rußwolke? Ich glaube, der Schornsteinfeger war schon lange nicht mehr hier. Okay. Ich drücke, du ziehst. Auf drei, klar? Was? Eins, zwei ziehen oder eins, zwei, drei ziehen? Zieh einfach. Oh nein.
ich überlebt. Ich will mir nicht wehtun. Mission gescheitert. Wie soll ich da wieder hochkommen? Ich gehe da lang. Wir treffen uns da drüben. Alles klar. Vorsichtig da unten. Okay. Was für eine beschissene Questreihe. Ich hoffe auch, dass es eine andere Seite gibt. Was ist das für ein Geräusch? Hier sollte ich durchkommen. Ja, aber gerade so. Das ist schon verdammt eng. Oh nein. Oh Gott. Na, die mögen ja wahrscheinlich kein Wasser. Gott sei Dank. Okay, da ist Licht. Das heißt, hier können wir wahrscheinlich irgendwie hoch. Ein gutes Zeichen. Ein sehr gutes Zeichen. Oh ja, sehr schön. Dann können wir hier an der Fassade entlang. Himmel sei Dank. Ein Weg raus. Okay, hier kann ich doch hochklettern. Oh. Kinderspiel. Von wegen. Okay, jetzt kommen wir wieder irgendein... Oh nein. Nein! Sie sind hier irgendwo. Los, finde sie! Ich muss Sally warnen. Okay, mich wundert gerade ehrlich gesagt, woher haben die das Wissen? Woher haben die das Wissen über diesen Ort? Der fliegt schon mal eine Runde runter. Müssen aufpassen. Ah! Scheiße. Ich wusste jetzt aber gerade auch spontan nicht mehr, wie man das Ding wirft. Was es natürlich das ganze Unterfangen ein bisschen sehr schwierig gemacht hat. Sind halt wirklich viele. Was ist das? Oh no! Und dann explodiert auch noch die Karre oder was? Okay. Oh!
Okay. Okay, halten wir fest, es ist schwieriger, weitaus schwieriger, als ich gedacht hatte. Oh, super. Geil, Mikropistolen-Eliminierung, nice. Du bist weg. So. Ich glaube, das waren jetzt fast alle. Oh, die AK ist nicht schlecht. Das ist eine relativ gute Waffe. Oh, fuck. Die haben echt eine kleine Armee mitgebracht. Ich glaube, das dürfte es da auch gewesen sein. Meine Güte nochmal. Ich glaube, das war es dann aber auch. Hier haben wir nichts mehr. Können wir noch weiter hoch? Können wir tatsächlich? Okay, von hier aus hätte man auch einen guten Überblick gehabt und hätte die so ein bisschen von oben snipen können. Das wäre wahrscheinlich sogar besser gewesen, als jetzt frontal da reinzustürmen. Denn es waren ja dann doch ziemlich viele. Und es hat ein paar Bildschirmtode zur Folge. Aber es ist, wie es ist. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich denke mal, dass man hier weiterkommt. Für das Geschenk, Jungs. Oh, Granate. Um eine Granate gezielt zu werfen, drücken Sie... Halten Sie L2 gedrückt, okay? Und drücken Sie dann L1, okay? Whoop. Nice. Granaten haben bisher noch gefehlt, wollte ich gerade auch sagen. Das hat man jetzt doch schon langsam gemerkt. Oh, sehr viel Munition. Sehr, sehr gut. Sally? Das Geile ist... Ich wollte gerade sagen. Ich kann nichts machen. Nice. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, da wird ein Durchgang frei. Das Spiel wollte gerade, dass ich Granaten werfe und ich habe es nicht kapiert. Und dann habe ich andere Dinge probiert und die gingen alle nicht. Hey, hier durch. Ja, und zwar schnell, bevor hier wieder auch alles zusammenbricht. Oh Gott, das war ja so klar. Vor allen Dingen, der Plan ist so geil. Ich muss Sully warnen. Das kriegt ja bestimmt nicht mit, das gesamte Geballer. Das kann ich mir nicht vorstellen. Sully! Ich sehe den Fatzken leider nicht. Kommen wir nochmal hier lang. Erledige ihn, Sully! Carlo hat eine verdammte Armee mitgebracht!
Oh, was war das? Die Wes. Die ist richtig gut. Wir nehmen auf jeden Fall die Wes. Cool. Alle haben sie uns bloß gefunden. Sie müssen uns gefolgt sein. Das ist der einzige Weg. Oder einer von den anderen ist ein Verräter. Nein! Ja, genau. Aber wie bin ich denn jetzt hier so schnell gestorben? Sie müssen uns gefolgt sein. Das ist der einzige Weg. Da oben. Vorne ist noch einer. Wieso sterben die denn jetzt nicht mehr mit einem Schuss? Was ist mit denen los? Da oben ist immer noch einer. Nice. Der ist weg. Oh shit. Der Turm ist da vorne. Müssen wir hinein. Okay. Oh. Krass. Jetzt müssen wir mal überlegen, was nehmen wir denn für eine Waffe? Die Schrotflinte ist eigentlich ganz cool, aber. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich tue mir mit einer AK mehr einen Gefallen. Als mit einer Schrotflinte. Ich kann mich auch irren. Wir haben halt gerade so schön viel Munition dafür. Ich meine, die West ist natürlich auch geil, aber dafür hat man meistens nicht so viel Muni. Hier geht's hoch. Also ich hoffe, dass sie uns einfach nur gefolgt sind. Wobei das natürlich auch heißt, dass sie den anderen auch gefolgt sein könnten. Und dann werden die auch ein Problem bekommen. Wir müssen auf jeden Fall irgendwas tun. Na los, Sally, hilf mir mit dieser Tür. Sally. Ich wollte gerade sagen, kommt der oder ist irgendwann einfach meine Schulter wund? Okay. Und? Wohin jetzt? Ich weiß es nicht. Versuch's doch mal unten. Unten? Na, da gehe ich auf jeden Fall nicht lang. Ja, hier könnte man lang gehen. Es ist ein Versuch wert. Sieh dir das an. Was zum Teufel? Er gehört zu Talbot. Gehört? Das ist unmöglich, die kamen gerade erst. Ja, aber was ist mit ihm geschehen? Ich weiß es nicht, aber das gefällt mir verdammt nochmal gar nicht. Ist es irgendeine Art von Krankheit oder sowas? Wie gesagt, die kam gerade erst. Da hat Nate recht und es muss jetzt erst vor kurzem passiert sein. Irgendetwas stimmt hier nicht. Oder vielleicht diese Spinnen? Oh. Hey, da, die Platten. Ist das beige? Ja, das bedeutet aber nichts. Das ist nur Blödsinn. Dazu was in den Notizen? Ja, glaub schon. Tut es. Ein Hier. Muster, dem man folgen muss. Semita Solis. Ja. Und wenn man dem nicht folgt, wird sich hier wahrscheinlich nichts öffnen. Okay, das erste ist also das hier. Eins. Also ich muss jetzt erstmal viermal diese Symbole. Also eins, zwei.
Oder geht man von der Platte aus? Ich bleib hier, damit ich nicht aus. Okay, man geht von der Platte aus. Gute Idee. So, wir brauchen viermal und dann müssen wir irgendwie zum X kommen. Also, 1, 2, 3, 4. Dann 3 mal X. Vielleicht musst du sie in einer bestimmten Reihenfolge ablaufen. Muss ich, ja. Das Problem ist, 3 mal X. 1, 2, 3, das klappt nicht. 1, 2, 3, das klappt auch nicht. Also 3 mal X klappt eigentlich nur, so. Und dann müssen wir nämlich 4 mal dieses komische andere Symbol. Zweimal X. Und wenn mich nicht alles täuscht, nochmal viermal. Dreimal. Dreimal das. Und dann öffnet sich die nächste Geheimwand. Hast du mal Licht? Haben wir etwa keins? Oder zündet. Ach so, okay, jetzt zündet eine Fackel an. Hey, etwas mehr Licht, Sally. Okay. 400 Jahre, das passt zur Zeit von Drake und seiner Expedition. Es könnte genau der Ort sein, den wir gesucht haben. Moment. Erinnert dich dieser Ort an etwas? Ja, und zwar an Marlos gruseliges Versteck. Sully. Sully, das ist John Dees Labor. Hier draußen? In Frankreich? Tja, er folgte den Hinweisen bis zu den Kreuzzügen, so wie Lawrence. Hey, sieh mal. Oh. Schon wieder Sabäisch. Aber was sind das für Symbole? Er hat wohl an etwas gearbeitet. Hier ist so etwas wie eine Nachricht auf Enochisch. Kannst du es entschlüsseln? Es geht. Interessant. Der Altar schützt den Eingang. Oh, ich kann die Dechiffrierscheibe nutzen. Er hat ja mit Magie Geister beschworen. Ja, oder im Altar versteckt sich ein geheimer Weg, mein Junge. Oh, klar. Hilf mir schieben. Unter dem Tisch. Oh, danke. Nicht du. John Dee. Oh. Ach, du bist auch schlau. Und alt. Passt also. Was ist hier unten? Was hat John Dee in seinem Labor versteckt? Außer Tod und Knochen. Da haben wir es. Sully, gib mal Feuer. Ach, viel besser. Also irgendwann solltest du mal deine eigenen Streichhölzer bei dir haben. Wovon redest du? Wir werden das Geheimnis dieses Ortes in der nächsten Folge ergründen, hoffentlich zumindest. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Hier bei Uncharted 3, Drake's Deception. Und denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.